Herzlich willkommen im Stadion. Frank Buschmann und Marnie Breukmann kommentieren für Sie. Und heute gibt es eine Entscheidung. Es ist ein Pokalspiel. Und da attackiert er ihn. Tošić. Stanković. So sieht ein Pass aus. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Acar. Jetzt zieht er ab. Der Ball ist im Aus. Eckball. Kopfballmöglichkeit. Da wird zum Eckball geklärt. Nimmt ihn mit. Und der ist drin. Er spielt mit Köpfchen, der macht einen Kopfball wie gemacht. Für den Torhüter geht da gar nichts. Und da attackiert er ihn. Er hat das Preisausschreiben um den Ball gewonnen. Macht er ihn rein? Ein toller Pass, das könnte gefährlich werden. Kopfball. Und warum haben sie bloß da hinten so geschlafen? Das wird sich Ihr Trainer auch fragen. Aber bitteschön, das ist jetzt die Quittung. Das ist der Ausgleich. Diese Mannschaft kriegst du nicht so schnell auf den Boden. Sie sind sofort wieder da. Steh auf, Männchen, sag ich dazu. Da ist der Treffer sofort im Gegenzug. Und er holt sich den Ball zurück. Diesen Schiri kennen wir. Er gibt garantiert Freistoß. Er verzieht. Er attackiert, er will den Ball. Ja, da muss man viel resoluter dazwischen gehen. So frei darf man natürlich niemanden ziehen lassen. Jetzt greift er den Gegner an. Du musst dir den Ball überall schnappen. Jetzt auf der Außenbahn. Geht er rein? Ja, so kann es. Hauchdünn vorbei. Da bearbeitet er den Gegner. Mascherano hat den Ball. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Die Flanke kommt nicht durch. Hübsche Flanke mit Schönheitspreis, ist aber nichts draus geworden. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Aguero. Oh, er trifft den Posten. Und jetzt hat er die Chance zu flanken. Schön verteidigt. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Stankovic. Er greift ihn hartnäckig an. Da geht er in den Gegner rein. Kacan. Jetzt greift er den Gegner an. Erst die Grätsche und jetzt Blast. Guck mal hin! Was war der Pfosten? Da wird der Trainer zufrieden sein. Eckball. Können die da was draus machen? Nee.
mit dem Kopf. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Tošić. Ein Pack. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn. Fälscht den Ball ab. Das hat wehgetan. Mascherano hat den Ball. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Gut geklärt von ihm. Einwurf jetzt. Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Es wird wieder einen Wurf geben. Heieiei, das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Die Abwehr ist ganz konzentriert, keine Gefahr. Higuain. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Agüero. Er hat eine einzige große Liebe und das ist der Ball. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Tošić. Das Spiel ohne Ball funktioniert. Stanković. Agüero. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Piqué. Kann er sich den Ball holen? Ja, da kommt was auf uns zu. Das war ein kurzer Angriff, ein Kurzfilm sozusagen. Der Gegner ist wieder am Ball. Higuain. Pass in den Strafraum, gut abgefangen. Das muss es sein! Aggressives Tackling, nicht getroffen. Rukavina. Kaccha. Wie viele Torschüsse hat es heute eigentlich gegeben? Gucken Sie sich die Statistik an. Das ist souverän abgewehrt. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Klare Entscheidung, Ecke. Kopfball. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Attacke mit Grenz. Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Freistoß. Neben das Tor. Da wäre jetzt der Zweikampf. Xabi Alonso. Und damit ist die erste Hälfte absolviert. Also die nehmen sich heute nicht viel, Buschi. Nee, das ist, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe. Ich tippe auf Unentschieden. Die Zuschauer sind erwartungsfroh. Die zweite Halbzeit läuft. Eben die technischen Voraussetzungen. Er will ein Fußballgemälde malen. Leider ist ihm der Pinsel ausgerutscht. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Er geht noch mal hinterher und jetzt holt er sich die Kugel. Es bleibt beim Unentschieden. Obwohl das eigentlich eine gute Möglichkeit war, um in Führung zu gehen. Ein sehr schöner Pass. Super Flanke. Ja, entscheidet auf Einwurf. Higuain. Kaccha. Das sieht gut aus. Sauber gespielt. Und er war sofort zur Stelle und konnte die Gefahr dadurch abwenden.
Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Und der Unparteiische lässt das Spiel weiterlaufen. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Nein, er fällt jetzt nicht hin. Er bleibt auf den Beinen. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Das sah gar nicht schlecht aus, aber jetzt sind die anderen wieder am Ball. Er greift ihn hartnäckig an. Attacke auf den... Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Bei diesem Foul, da reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Das sieht nach einer guten Möglichkeit. Und da kommt der Gegner an den Ball und bringt diesen Angriff erstmal zum Erliegen. Das sieht gut aus. Pfosten und. Stankovic. Da freut sich der Trainer. So muss man sich als Abwehrspieler verhalten. Fliegt in den 16er. Tja, die war doch nicht so gut, die Flanke. Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Aguero. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. So macht das richtig. Er kämpft und hat den Ball. Sofort abgezogen. Und jetzt haben sie sich die Führung geholt. Dieser Junge ist in den Ball verliebt. Das merkt man in jeder Situation. Und bitte nicht falsch verstehen, ich bin jetzt in diesen Jungen verliebt. Was für eine Aktion. Das sieht so locker aus bei ihm. Mascherano hat den Ball. Stankovic. Achtung! Schön gemacht! Und jetzt ist der Ausgleich gefallen. Damit sind sie wieder voll im Spiel. Also ich glaube, wir können jetzt nicht anfangen, nach diesem Tor den Start über den Torwart zu passen. Nein, also definitiv nicht. Der hat die Mannschaft ja bisher überhaupt im Spiel gehalten. Das kann passieren, überhaupt keine Frage. Die Frage ist, auf der anderen Seite, zeigt das jetzt Wirkung bei ihm? Und es steht unentschieden. Und ich weiß nicht, ob hier einer gewinnt. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Das Unentschieden reicht nicht aus ihrer Sicht. Sie wollen hier das Führungstor. Jetzt aber! Ein knapper Vorsprung. Sie führen mit einem Tor. Und schon wieder ein Tor. Zwei Tore innerhalb weniger Minuten. Und das ist mit sehr viel Gefühl, das ist intelligent gemacht, ins untere Eck geschlitzt. Jetzt greift er den Gegner an. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Tošić. Klasse Flanke, leider nur im Kopf des Spielers. Und da attackiert er ihn. Die Anziehungskraft der Erde hat versagt, er bleibt oben. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Ganz